Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Oh, so, Outlast 2. Ich muss einfach Luft holen beim Spiel. Outlast 2 für die Nintendo Switch. Und ja, ich hänge hier draußen vom Fenster an. Ich werde mal hier rum. Und hier aufs Dach. Okay. Ich muss aber vielleicht zur Seilbahn, soll ich das sagen. Wo da kann ich runterhangeln. Machen wir einfach mal. Okay. Gut. Ja, es regnet immer noch Blut. Und ist irgendwie uncool. Aber es ist so. Oh, nein, das ist mir nicht. Du, da ist der Kameramann, ne? Okay, dann gehen wir rüber. Wo gehen da hinten auch längs, oder weiß ich jetzt auch gar nicht. Dann sieht man ein bisschen mehr so, ne? Okay, da geht es irgendwo runter. Die Batterie. Nehmen wir mit. Ich glaube, wir müssen da runter. Ab geht's, kleine Rutsche. Das ist auch so ein bisschen. Ein bisschen Panne ist ja schon der gute, ne? Wo ich hin soll. Das ist ja ein schneller Tod für mich. Und die reagieren ja auf Geräusche. Ich dachte, die reagieren nur auf Geräusche. Nein, die reagieren nicht. Schön. Okay. Ah, wo soll ich denn hin? Hey, wo soll ich denn hin, verdammte Axt? Das ist doch crazy. Da geht's auch hin. Oh, okay. Hey, aber wo war denn das? Hinter mir wahrscheinlich, ne? Okay, gut. Dann müssen wir wahrscheinlich noch umdrehen und wegrennen. War natürlich clever, hätte ich natürlich vorwissen können. Wusste ich nicht. Okay, war meine Verpeilung, die nicht so richtig war. Was machen wir? Haben wir hier ein paar Verbände? Brauchen wir ein paar Verbände? Ne, brauchen wir nicht, okay. Wie ist nicht so angedacht? Oh, ein Fahrstuhl.
Es geht jetzt in die Minen, würde ich sagen. Oder bist du überhaupt irgendwas? So, der Fahrstuhl kommt gerade hoch, ne? Ach, Mist. Nein, warum heilst du mich jetzt? Okay, also ich nenne diese Folge nämlich die 1000 Tode. Und ich sterbe nur im Laufen am Band. Die Ladezeit nur ganz hoch. Okay, lauf mal nicht. Guck mal da! Hoch hier! Das ist wirklich nur ein Jump'n'Run hier. Los, lauf! Zum Fahrstuhl, lauf! Oben sitzt einer. Okay, müssen wir die einmal austricksen. Mehr oder weniger. Ja, komm wieder, das ist auch ganz gut. Ja, die Ladezeiten sind angenehm kurz, ne? Wenn man gerade mal vorgeht. Jess, it's Lynn. Your name is Lynn. Irgendwie. Mann. Oh oh. Den letzten Mal hochspringen, voll aufkommen. Hätte ich da raus müssen, oder? Jetzt bin ich nicht tot. Ach, komm her. Rauskommen wir nicht? Doch. Ach, das ist okay. Wo sind wir hin? Ich hier irgendwas? Also bei der Roller geht's nicht. Ich muss hier raus. Muss hier rausgehen durch. Aber wie kommt man hin? Und die Tür ist gerade nicht. Ja! Da! Ah! Okay, noch mehr weh getan. Wo gerade geschafft, was? Ja, der Fahrstuhl ist wohl im Arsch. Was? Da geht er doch gar nicht hin. Nee, kaputt ist denn.
Okay. Weiter geht's. Irgendwas rum, was wir gebrauchen können? Wahrscheinlich nicht. Liegt eine Taschenlampe. Ich glaube, wir die bräuchten. Machen die denn bitte so tief unter der Erde? Ja, ganz im Ernst. Mit dem Teufel, die ja sind, Satan. Was weiß ich. Folgen dieser ekligen Figur mal. Er zu einem Blatt Papier führt. Ah, okay, das ist das ganze Evangelium, das lesen wir jetzt nicht durch. Hier geht's nicht weiter. Das ist nur. Na gut, ich gehe in die andere Richtung. Ey, da ist es dunkel. Oh, seine, das ist doch... Oh, shit! Lynn! Lynn diesmal hören. Oh, hier ist ein bisschen neblig durch die Gase wahrscheinlich. Nee, ist Wasser. Kann ich da hoch gerade? Hier geht's runter. Mal ganz kurz mal weitergehen, gucken, wo es hier geht. Hier ist nichts mehr. Okay. Warten wir nach. Jetzt mal runter. You're not evil, Blake. Just confused. Ja, das ist ein bisschen Batterien mit hier. Und dann muss es einen anderen Weg geben, ne? Der ist uns jetzt versperrt geworden. Fuck! Okay. Ein Baummensch. Hier passiert nicht so viel. Und reinkrochen, kommen wir auch mal rein. Und hier eine Batterie. Du bist ja hochgekommen. Du bist ja weit, ne? Dann wieder rauskommen. Okay. Weiter hier links. Ne, hier geht's nicht weiter. Okay. War da noch ein Weg da oben? Das hab ich gar nicht gesehen jetzt. Ich komme noch mal rein. Hab ich wahrscheinlich irgendwas übersehen.
okay. Na klar, man hätte weiter krabbeln können, ne? Hier hinten was? Gucken wir nochmal hier hinten rein. Mal kurz die Batterie nachladen. Hier kann man sich verstecken, das ist schon mal gut zu wissen. Und hier ist auch nur dicht. Okay, dann ist es der richtige Weg dahin. Das ist richtig. Das ist schon hier in der Tür richtig. Wieder weg. Alter. Bewährend und eklig, muss ich sagen. Bewährend und eklig. Verdammte Axt. Boah, hab ich einen Schreck bekommen. Ehrlich. Das hat mich gerade wirklich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Darauf achten, wohin geht. Ach so, er geht auch nach links. Hier durchpasst, ne? Der schmale Hans. Da kann man nicht durch. Hier kann man sich auch verstecken. Das sind nur zwei Verstecke hier. Oder hier weiter. Gerade eben gegenüber, das wird wahrscheinlich da noch reingegangen ist. Den wir gar nicht jetzt gucken, ob wir den erwischen. Also für Klaustrophobiker ist das hier überhaupt nicht das Spiel, würde ich sagen. Wie gesagt, das sind Virtual Reality, ich glaube, die Leute drehen durch. Das ist doch nicht so schön. Ah, verrückte Scheiße. Lauf! Oh. Das ist ja wieder so eine. Ich dachte, das würde so ein Hologramm oder so ein. Ah.
schnell von ihm weg. Da sind wir mitbekommen. Wie krank das hier ist. Oh, alles gefilmt. Die Nachwelt festgehalten. Super. Den Top-Reporter. If you've done something, I want you to tell me. Ich habe nichts getan, um dieses Spiel anzumachen. Spiel 14. Ach, da ist eine Tür gewesen. War es anscheinend nett. Okay. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es ist euch eine Lehre, dieses Spiel nicht selbst zu starten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.